herzlich willkommen, Leute! Willkommen zum Livestream am 9.05.2015 und ihr seht es, wir zocken Mass Effect Nummer 1. Ihr habt euch entschieden, wir zocken Mass Effect. Mein Gott, mein Herz flattert gerade wirklich. Und ich begrüße auch alle erstmal im Chat. Herzlich willkommen, Metal Machine, wieder Tromster und Bainy Wainy. Hey, Leute, was für ein schöner Anfang direkt mit Mass Effect. So, ich muss mal jetzt kurz hier mal ein bisschen wieder steuern. Titelbild ausmachen. Mein Gott, ja, lang nicht gestreamt. Ja, und ich freue mich, dass ihr auch wirklich da seid. Ihr habt heute das ja auch so. Der Tromster ist ja auch da, Metal. Ja, ist er. Ah ja, wundert euch nicht, hier oben der schwarze Balken. Ich spiele das alles hier gerade schön im Fenstermodus wieder. Weil das sonst nicht zu laufen ist. Ich möchte auch wissen, was ihr zum Spiel denkt, was ihr schreibt. Ja. Ach Gott. Ich muss mal sagen, mein Herz flackert. Erstens, weil Bane. Aha, Bane, du freust dich nicht. Ja, ich mich auch nicht. Ich freue mich auch nicht auf dich. Ja, war klar. Ja, und ich will euch mal kurz zeigen, ich habe das schon mal ein bisschen gezockt. Einfach mal so in der Freizeit. Habe ich auch mir schon ein paar kleine Ehrenmedaillen geholt. Hab schon Leava befreit. Wurde schon Spector. Aber ey. Ich habe das vor, glaube, keine Ahnung wie vielen Jahren oder Monaten, ich glaube von knapp 10 Monaten einfach mal privat gespielt. Hab gedacht, ey komm, mach ich das als Let's Play. Hat nicht funktioniert, weil das scheiß Let's Play, besser gesagt, die scheiß Aufnahme nicht funktioniert hat. So einfach was. Ah ja, und ey, ich labere nicht so lange, wir zocken jetzt einfach eine neue Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Ja, komm, dann verbinden wir uns jetzt einfach mal mit der Datenbank. Und werden mal kurz die Verbindung aufnehmen. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Ja, wir haben die Möglichkeit, uns einen eigenen ID zu machen. Mit Charakterinformation individuell und bla 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 bla. Oder wir nehmen direkt den Captain John Shepard. Ah ja, ja, ich bin mal so nett, damit Bane beruhigt ist. Bane macht demnächst ein Video für Star Citizen. Link natürlich in meiner YouTube-Beschreibung zu seinem Kanal. Ja, und da wird er ein bisschen erklären, das Spiel. Vielleicht wird mir auch Bane die Erlaubnis geben, das auf meinen Kanal auch rüberzuladen, damit das dann doppelt ist. Natürlich kommen alle Videobeschreibungen, alle Daten rein. Aber ich glaube, Bane ist ja nicht so. Na, vielen Dank. Let's kack. Naja, komm. Wir machen jetzt einfach mal schon einen eigenen ID. Ich nehme einen Schnellstart menschlichen Soldaten. Also ich will jetzt nicht hier so lange an den Charakteren herumschrauben. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal gleich rein als menschlicher Soldat. Achso, ja, fürs Spiel. Massive, Star Citizen, ja, schönes Spiel. Mehr kann ich nicht dazu sagen, ich habe es leider noch nie gespielt. Habe auch nicht so das Geld dafür. Naja. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ja, wir nennen uns John Shepard. Oder wie soll der Vorname sein? Jetzt bitte ein realistischer Vorname. Nicht irgendwas mit Kaki, Kakara, Kakak oder so weiter. Ach, mal gucken. Das wird hart. Was wird denn hart, wenn ich mal so frage? Achso, let's 24 Stunden live sehen. Nö. Olaf.
Oh, Emanuel. Olaf Emanuel. Wenn jetzt keine anderen Vorschläge kommen, nehme ich Emanuel. Jetzt nicht Olaf. Olaf hört sich. Bane! Lass den Scheiß, bitte! Wir wollen mal ein bisschen seriöser sein. So. Ich nenne ihn jetzt Emanuel. Emanuel Shepard. Emanuel Shepard, okay. Profilwiederherstellung beendet. Nee, Emanuela, dann müsste ich einen weiblichen Charakter nehmen. Ah, komm. Ich hab persönlich noch nie mit weiblichen Charakteren gespielt hier. Bei Mass Effect. Na gut, komm. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem. Dann mache ich jetzt Emanuela. Ich mache mal heute einen weiblichen Charakter. Das wird immer interessant. Lass die Finken. Emanuela Shepard. Achtung, oh. Fehlerhafte Dateien entdeckt. Ja, komm, dann machen wir mal schnell manuelles. Ich habe schon eine. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder hin. Ja, ja. Gut. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, was wollen wir denn jetzt machen? Also Emanuela Shepard, ich nenne sie nur Shepard, hat drei Möglichkeiten, eine Vorgeschichte. Wir wollen entweder Raumfahrer nehmen, ihre beiden Eltern waren bei Allianz Militär und Plakix, das könnt ihr alles jetzt nachlesen, hier kurz. Kolonist, oder wollen wir von der Erde werden? Also ihr entscheidet mal, was soll ich sein? Raumfahrer, Kolonist oder von der Erde? Ihr entscheidet. Wieder mal. Leute, ich... Nein, ich habe ja schon Emanuela genommen, Bane. Ich werde da jetzt nichts ändern mehr. Sonst dauert es... Raumhure. Also, wir wollen die Raumfahrerin machen. Sie verbracht damit. Ja, komm, wir nehmen die Raumfahrerin. Oder habt ihr etwas dagegen? Na gut, machen wir Raumfahrer. So, was machen wir? Einzige Überlebenden von einem Massaker auf dem fernen Planeten. Eine Kriegsheldin. Oder soll sie skrupellos werden? Ich tendiere gerade eher zu skrupellos. Also ihr könnt selber entscheiden, was ihr entscheidet jetzt nochmal für ein welches psychologisches Profil wir machen. Eieieiei. Bane, warum schreibst du so weh jetzt? Sag mal, komm. Kriegsheldin. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie eines Tages eine übermäßige, schreibt mal, sie lassen leben. Okay, wir haben einmal Kriegsheldin gerade im Gespräch. Könntet ihr mal kurz sagen, ob der Sound im Spiel ein bisschen... Bane, ich habe nichts anderes gedacht bei dir mit skrupellos. Ist das zu laut im, bei euch jetzt im Stream? Oder stimmt der ganze Soundmisch jetzt gerade? Dass ihr mich besser hört als der Sound, Ingame-Sound. Könntet ihr mal das kurz reinschreiben? Alter Bane, wir haben noch keine 22, haut hin alles, perfekt. Ja Bane, wir haben noch nicht 22 Uhr, so welche Witze kommen noch nicht. Okay, komm, wir machen dann skrupellos. Militärische Spezialisierung bestätigt. Da möchte ich euch sagen, ich werde mich spezialisieren auf Soldat, das sage ich euch jetzt schon. Alles andere ist wunderschön. Zum Beispiel die Technikerin oder Expertin, Infiltratorin und Blakeksblub. Aber
Jo, aber für mich ist so, es muss ein Soldat immer sein. Generell immer ein Soldat. Das ist so für mich das Beste, was ich machen kann. Deshalb nehme ich Soldat. Gesichtsidentifikation bestätigen. Soll die so aussehen bleiben oder soll ich ein anderes Gesicht machen? Oder wollt ihr jetzt ganz schnell. Nee, Bane, wie ihr sagt, ich mach Soldat, also das wird generell immer bleiben. Soldat bleibt es, also da sage ich euch jetzt speziell, wird so bleiben, Punkt fertig aus. Ach, erstmal, hallo Herr Sporthorn! Na gut, wartet mal, wenn ihr entscheidet, Militärische Spezialisierung Infiltrator, bestätigen. kombinieren Black Keks mit Universal, können die Chiffrierung so weniger Heilung. Ja, im zweiten Teil ist das geil, im ersten Teil ist das noch nicht geil. Na gut, ihr wollt den Sniper-Schützen machen, dann mache ich das. Wie ihr sagt, Gesichtsidentifikation ihr bestätigen. bestimmt. Ich fände nur den Soldaten besser, weil ich dann eine Vielfalt von Waffen habe, aber. Schnauze bellen! Naja, komm, sollen wir das Gesicht so lassen oder sollen wir die noch verschönern? Ein Hoch auf KK. Danke, danke. Wie ihr sagt. Läuft doch, geht doch. Danke. Na komm, wir lassen das Gesicht so. Einfach mal ja oder nein schreiben. Nee, passt schon. Okay. Ja komm, dann nehmen wir das Profilüberlistung Gesicht. beendet. Danke, Tromstadt, danke. Also, Profilwiederherstellung. Die Name ist Emanuela Shepard. Sie ist eine Herkunft von einer Raumfahrerin. Gamer Planet! Ey! Geil, dass du auch gekommen bist. Erstmal zum Vorstellen, Gamer Planet, ein weiterer YouTuber aus Berlin, bei denen habe ich auch Mass Effect sehr gerne geschaut. Macht er aktuell nicht, aber geil, wie du bist gekommen. Geil. Gebrochene Raumhure. Okay. Ey, willkommen. Naja, also wir sind Emanuela Shepard, Herkunft Raumfahrerin, Replikationsgruppelos und wir haben die Klasse Infiltration. Okay, ja, dann würde ich mal sagen. Ja, komm, dann nehme ich jetzt das Profil mal an und wenn Sie die Einstellung für diese Charakter bestätigt haben, können Sie nicht wieder zurückkehren. Ja, okay. Identifikation bestätigt. Ja, Schwierigkeit lasse ich mal auf normal, automatische Stufenaufstieg. Ja, machen wir nutzt Scout. Ja, ich werde bestimmt ordentlich auf die Fresse bekommen am Ende. Sage ich jetzt schon mal. So, wir lassen mal hier den Stubenausstieg nur auf den Scout, weil die können sich ruhig selber hochentwickeln. Wobei. Ja, komm, lasse ich die selber entwickeln. Für alle aus? Okay. Dann mache ich es aus, dann werde ich selber da nochmal entschieden. Okay, ja, habe ich ausgemacht. Ist doch kein Problem. Zielgenauigkeit oder Zielhilfe lasse ich mal auf Mittel. Sauffähigkeit nutzen. Untertitel an. Autospeicherung. Ja. Würde ich jetzt so sagen, das lassen wir. Bane, zu spät. Zu spät. Zu spät. Warte mal, ich muss jetzt mal gerade gucken, wer ist denn überhaupt alles da? Der Gamer Planet. Warte mal. So. Ich mache noch mal kurz was für den Gamer Planet. So, Gamer Planet, du bist jetzt auch hier Moderator erstmal im Stream. Habe ich dich mal hochgesetzt? Ich kenne dich ja und du machst ja auch nicht so viel Blödsinn. So, ja. Dann würde ich. Okay, komm, Tromster, ist kein Problem. Habe ich ja. Also, mal, ja, Bane, das ist ein bisschen zu spät. Na gut.
lassen wir es mal so und wir gehen mal rüber. Jetzt schon? Du warst ja vorher noch nicht beim Stream von mir dabei gewesen. So, ich bin mal ruhig. Was wissen wir über Shepard? Sie ist eine Raumfahrerin. Hat die meiste Zeit ihres Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide ihre Eltern waren bei der Flotte. Fast ihre ganze Einheit wurde auf Torfan getötet. Sie erledigt ihre Aufgaben, um jeden Preis. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Oh, diese Melodie. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Oh, diese Musik. Einfach. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Oh. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Ach Leute, entschuldigt, dass ich geschwiegen habe. Erstmal, Mette, schön, dass du Ende dir jetzt trinkst und so weiter, weil du das nicht aussetzt. Ist doch kein Problem. Würde ich auch machen, ich habe leider kein Bier dabei. Ja, und sorry, dass ich wirklich geschwiegen habe. Ich wollte das Intro einfach mal so laufen lassen. Naja, komm, das ist die offizielle. Ja, komm, ich mach mal. Ganz Ihre Meinung. Die schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ja, was soll ich nehmen? Warte mal. Ich muss mal überlegen. Verärgert? Habe verstanden, Sie scheinen ihn verärgert zu haben. Ja, nehmen wir mal das Letzte. Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbauen. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Ohoho. Oh, Leute! Die ersten Schritte.
Nice. Ah ja, mit O kann ich hier ein bisschen machen. Ja. Gelesen. Ich lese das jetzt nicht alles durch und werde auch nicht jetzt speziell alles machen. Ich muss jetzt mal hier gerade ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. So, warte mal. Komm, wir reden mal hier. Hallihallöne, Presley! Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Er will mich sehen oder Streitgespräch? Ah ja, jetzt kommen die ganzen Tiere im Chat raus. Er will mich sehen. Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Ma'am. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Von wo sprechen Sie? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihlus ist auch merkwürdig. Zu spät, Ben, zu spät. Die Spectre sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten Sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Machen Sie mal Ihren Job. Sie erhalten nur die notwendigsten Informationen, Presley. Führen Sie einfach die Befehle aus. Verstanden, Commander. Naja, Presley. Der Lieblingsinformationsoffizier von meiner Seite, glaube ich. Kann ich mit euch reden? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Nihlus uns nicht sagen will. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Naja. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Tja, Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Na komm, wir reden mal mit dem Doc. Ich glaube, ich werde mit der jetzt zukünftig auch viel Spaß haben. Hey, Doc! Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich auch. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Bane. Ja, muss ich. Ich überlege. Also ich wanke zwischen der guten und der schlechten Seite. Ich glaube, immer auf gut gespielt. Ich kann jetzt wirklich vielleicht mal durchgängig böse sein. Versuche aber möglichst viele zu überleben. Mitzunehmen, damit sie überleben. Spätestens zum Teil 2. So, entspannen, Jenkins, der Doc hat recht, heißt ihres Jobs. Da ja mir Jenkins leicht am Arsch vorbeigeht und ich mich mit dem Doc gut stellen möchte, weil auch der Doc eigentlich einer der lustigsten ist. Ja, Metal, nur dazu sagt, beeinflussen lasse ich mich nicht so speziell. Das ist ja nur eine ehrliche Meinung. Ich überlege noch. Also, ich überlege und werde mich dann bei der ersten richtigen Entscheidung entscheiden. Hört sich jetzt doof an, aber mal gucken. Ihr selber so oder so, ihr entscheidet das auch. Ich versuche euch ja bei möglichst vielen Entscheidungen mitwirken zu lassen. Bei so wichtigen Entscheidungen, die wirklich der Moral und so weiter entsprechen. Aber hier entscheide ich zum Beispiel. Ja, ich gehe jetzt auf entspannen, Jenkins. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Ihr wollt, dass ich der Arsch werde. Ja, müssen wir schauen. Nur eine Mission. Machen Sie einfach Ihren Job, befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Torfahren beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Schluss mit Heldentum, du Sackgesicht. Bei dieser Mission geht es nicht um persönliche Ziele, Corporal. Wir haben einen Job zu erledigen. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde es nicht vermasseln. Ah ja, wenn es bei euch so leicht... Bane, aus.
Wenn das leicht hier so das Spielsound flackert, das ist nicht nur bei euch so, das ist auch bei mir so. Da habe ich noch nicht herausgefunden, was ich da fixen kann. Ich bin persönlich erstmal zufrieden, dass das gelaufen oder dass es jetzt hier läuft, denn ich habe erstmal eine Viertelstunde heute noch dran werken müssen. Okay, naja, wir reden mal über Milus. Was können Sie mir über Nihlus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihlus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Nihlus ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Das mit dem Anti-Lasing. Schaue ich gleich nochmal nach, Spartan. Schaue ich gleich nochmal nach. Wir untersuchen noch weiter hier. Die Spectres. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Und die Spectres stehen unter den... Menschen sind unter den Spectres. Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt, zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Das, was Sie auf Torfan geschafft haben, das ist das, was Sie wollen. Erfolg um jeden Preis, gnadenlose Effizienz, bedingungsloser Einsatz. Spartan, ich habe keine YouTube-Partnerkräfte, wenn du das jetzt aufziehst. Ich habe da nichts. Ich bin selber ein ganz kleines Fischchenlicht oder ein ganz kleines Licht unter den Himmel von YouTube. Ja, und Planet, wenn du da noch bist, das schreiben die immer. Die sind so. Das ist jetzt so der Standard gerade. Nur, dass du es weißt. Ja, ich bin kein Monster, das war einfach mein Job. Klingt wie ein Job genau für... Das sind alles wilde Spekulationen. Die Spectres sind einfach nicht daran interessiert, Menschen zu rekrutieren. Egal, welche Fähigkeiten sie haben. Ja gut, das sind ja hier... Oh Gott. Alter, das ist in der Anfangszeit so, Tromstar. Du wirst noch genügend Action haben. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, wartet mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wegen Anti-Lasing. Habe ich aus... Move and Blur. Körnung schmeißt sich raus. Feder ist linear. Texturen, Details, Mittel. Gamma auf 20. Ich glaube, das geht es. Moment. Liebe Inhalte werden gespeichert. Ja, alles gut, okay. Und nein, Bane, nein, heute nicht. Heute kommst du bitte nicht runter. Vielleicht später. Naja, mit wem kann ich noch plaudern? Nee, komm, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich kann ja später noch viel plaudern. Fenster, wie gesagt, ich möchte eure Comics noch zusätzlich lesen, Spartan. Naja gut, Milus, Nihlus, mein Gott. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Wo ist denn der Captain? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Na und? Na gut, hey. Wenn ihr wollt, Bane kann's runterkommen. Wenn du Bock hast. Ich bin bei den Marines und nicht auf einem Ausflug. Aber dieser Planet ist mehr als ein Ausflugsort, nicht wahr, Shepard? Eden Prime ist ein Symbol für sie. Eine perfekte kleine Welt am Rande ihres Territoriums. Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich?
Also wie gesagt, Bane, kannst ruhig runterkommen, wenn du möchtest. Na, wobei. Kannst du nicht? Ich habe ein Passwort reingefügt. Und ich weiß es gerade nicht mehr, das Passwort. Verdammt. Ja, Bane, pack mal. Ja, ich weiß. Ich habe es mir auch gerade eingefallen, dass ich kein Passwort, dass ich das Passwort nicht mehr im Kopf habe. Bane, packst du mal hier den TS rein von Pada? Damit dann der Tromster mit reinkommt? Wobei, das müsst ihr haben. Oder auch für den Gameplanet, wenn er Interesse hat. Naja, soll das eine Drohung sein? Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Oh. Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ja, war ja klar gewesen. Das habe ich mir auch schon zusammengereimt. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Ja. Ja, ich möchte gerne vorher Informationen haben, natürlich. Ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen, Captain. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Gibt es mehr Details? Also mich... Sag mal, ich möchte ja hier diese Eis... Ich möchte ja hier diesen Eiskalten spielen. Ja, ich mache jetzt erstmal auf Eiskalten Soldaten. Gibt es mehr Details? Können Sie mir noch etwas mehr darüber... Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Sagen wir mal so, wenn ich auf Eden Prime lande, werde ich kurz mal raustappen, werde kurz nochmal einen neuen TS, nochmal neu machen. Oder Bane, machst du dann parallel mal einen, unten Sub-Channel dann auf, wo wir dann rein können? Da, dann probiere ich das hier mal so ein bisschen zu bekleiden. Wir brauchen Ihre Hilfe hier nicht. Wir können die Sache auch ohne Hilfe erledigen. Es sei denn, etwas läuft schief. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Ich hätte es wissen sollen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig hier rumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Die Berichte über ihren Einsatz auf Torfahren waren beeindruckend. Ein harter Job, aber sie haben ihn erledigt. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Danke, Bane, danke. Auch Ihre Meinung, Captain? Also, dass sie mich dann als Spectre haben wollen? Geil. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Naja, komm, wir könnten jetzt eigentlich nur untersuchen, was hätten wir. Sender, Eden Prime oder Porteana, aber ey... Ihr wollt Action, ihr kriegt Action. Bereit zum Gehen. Warte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Scheiß auf die Erde. Oh, Action, Action. Runter jetzt! Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte.
Wer war denn das denn? Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Oh, ich muss mal sagen, da freue ich mich jetzt schon. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Willkommen, Warteam! Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Können wir ihm vertrauen? Alter, die Augen durch den Helm. Ach du Scheiße. Och, Jemine, da kriege ich ja richtig schon Panik vor, der Shepard. Ich lege mein Leben nicht gerne in die Hände eines Turianers, Sir. Niles ist auf unserer Seite. Er will sie zum Spectre befördern. Und er will diesen Sender finden. Er kann auf uns zählen. Naja, wobei verstanden. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück. Ach, ich brauche kein Glück. Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. So, was habe ich denn? Ich habe einmal eine... Hier ist eine... es wirklich schlimm, Commander. Sniper! Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. So. Komm, der erste Schuss. Bumm. Und bumm. Verdammt! So. Ah ja, eines der größten Marken im Spiel ist immer noch diese... Feuer... Warte mal. So. Wow. Ja, Steuerung. Wartet mal. Zack. Naja, wobei, komm. Das wird heute alles noch lustig werden. Ach, kein Problem. Machst du eben danach den Streamer. Gut, komm. Wir gehen mal. Schauen uns um. Da liegt eine Leiche. Oh, Update-Kit. Mitnehmen. Wir nehmen mal alles mit, was wir haben können. Ja, Bane. Ich weiß, dass mich relativ schlecht unterrichtet. So, warte mal, wo links geht's denn eigentlich? Ah, hier die Karte. Da ist die Karte. Moment. Eieieiei. Warte mal. Ui, okay. Wir müssen da lang. Ich muss mich mal ein bisschen umgucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wohin ich gehen muss. Tolle Leichen. Ja, ich habe gehofft, dass da schon die ersten Leichen liegen. Ich bin ja ein bisschen so sensationsgeil. So, Moment. Ja, ja. Ach, da lang. Ja, klau dir was. Ist auch meine Empfehlung. Oder hol dir etwas von den Schwarzgeldkonten, die du ja auch besitzt. Erstmal guckt euch mal das an. Aber bin ich überhaupt... Leute, also wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht so gut. Muss mich deshalb ein bisschen herumfinden und erstmal gucken, wie ich laufen muss. Bestimmt laufe ich komplett wieder falsch herum. Und das war dann, glaube ich, auch dann nach der Streamer, wenn ich sagen, falsch rumlaufe. Nicht da lang. Ah, Mann, peinlich. Oh Gott, was ist hier geschehen? Oh. Gucke da, Leichen.
Sag ich ja, hier gibt's Leichen, Leute. Leichen. Ah. So. Hallo? Leben hier noch Leute? Hallo? Oh. Knusprig verbrannt. Okay. Jackass ist tot. Ah! Fuck. So. Bam! Und bam! Oh shit. Haben die Schilde verloren. Oh. Ja. Oh. Ja, gut. Leute, level up! Yay! So, was nehme ich denn? Dechiffrierung, Schleichen reduziert. Ja, runter. Ich muss die Hitzeentwicklung runterhauen. 2, 3. Dechiffrierung, Sabotage. No aim. Danke. Taktische Rüstung oder Pistole. Mal überlegen. Ja, komm. Ein bisschen hochfahren und Dechiffrierung. Ja, komm. Nehme ich. Zack. Und den Herrn, da mache ich jetzt mal automatischen Aufstieg. Jo. Und die kümmern mich mal um die Arschkratzen. Sicher. Geht doch. So. Gesichtsverschönerung plus 1. Hast du Probleme? Gott, nein! Oh, tot. Oder? Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Vergessen Sie ihn. Ich bin noch der Eiskalte. Lassen Sie ihn in Ruhe. Wir müssen unsere Mission beenden. Jawohl, Ma'am. Oh, Abtrünnig 2. Zack, fertig. So. Ah ja, ich habe das ja schon genommen. Einschüchtern habe ich ja. Tod durch Schnee. Eieiei. Wow, da! Schilde sind unten. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Na, Bane. Ja, ich hab das ja halbwegs schon eingestellt. So. Ah, fuck. Ja, leck mich doch, leck mich. Alter, flieg doch nicht herum, du Drecksdrohne! So. Okay, langsam geht's. Wie gesagt, ich sag mal, ich verziele nicht. Das ist das scheiß Gewehr. Das wird schon lustig werden. Dieses Rage. Moment, ist das schon wieder eine Kackdruck? Also kein guter Schuss. Wir haben die Schilde verloren. Also ich weiß nicht, was du meinst. Also ich habe noch meine Schilde. Warte mal, Inventar. Ja, Plakeks. Hat er. Schön. Ah, schön. Ich habe noch kein ich habe noch kein Heike. So. Komm. Hallo? Gut, da ist nichts. Dann kann ich weiter.
hocken. Zack, zack. Oh, Update, Update. Oh. Oh. Oh, diese Arschkrampen. Diese Kackgef. Mein Gott. Ah, hier. Ja, ich muss mal hier ein bisschen gerade gucken. Danke für die Hilfe, Kommando. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Hey. Ach, die Williams. Ashlyn, meine Freundin und Kupferspaterin und so. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Wir sind auf einer Mission. Ich brauche einen Statusbericht. Sofort. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Wo ist Ihre Einheit, Ma'am? Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Sie ließen sie im Stich. Sie haben den Rest ihrer Einheit zum Sterben zurückgelassen? Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Die Geth überwältigten uns. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Also ich möchte euch schon mal sagen, das heißt nicht Geth. Das heißt Gav, verdammt nochmal. Die haben das im Mass Effect 1 so toll verhunzt. Das heißt überall Gav. Wird auch so ausgesprochen. Oder, ja, wird so ausgesprochen. Die nennt's geht. Na. Yay. Ja, komm, schließen Sie sich uns an. Kommen Sie auf die dunkle Seite der Macht. Sie wollen Keks haben. Naja. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Will. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Gut, gehen wir. Los geht's. Geht mal nach Hause. Oi. Oh. Mitnehmen. Ich nehme alles mit. Drücken Sie I, klar, Keks, plopp. Ja, komm. Ja. Ja, kurzer Moment. Wir kämpfen gleich weiter. Ich muss mal kurz die Waffen hier mal ein bisschen modifizieren. Strike, Präzisionsstufe. Nö. Behalte ich meins, oder? Was haben wir hier? Wir haben hier ein bisschen Muni. Waffenmodifikation, Panzer durchbringen. Ja, komm, nehmen wir das mit. Und nehmen wir das mit. Die Waffe brauche ich jetzt aktuell nicht. So, haben wir hier für die noch ein bisschen was da? Ne, haben wir nicht. Haben wir was für die da? Das mache ich alles irgendwie mal später. So, ja. Wo war ich? Ah ja, Waffe. Ah ja, und dass ich hier mich hinter einen Stein versteckt hatte rein praktische Punkte gehabt. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Das waren rein praktische Punkte, die ich euch nicht verraten möchte. Oh, leicht. Suche ich später alles. So. Hallo, Gavs. Diese Stacheln werden auch noch demnächst interessant werden. So. Was mache ich? Unter den Stein mich hinsetzen. Nochmal hinter den Stein. Mal gucken. Hallo Gav, seid ihr online? Hallo, Jalöne. Nee, keiner da. Schöner Snipe. Wo Messer? Eieiei. Oh,
Fuck. Ich glaube, ich kämpfe jetzt mal hier ein bisschen mit der Pistole noch herum. Für die bin ich ja auch noch ausgebildet. Mann. Hallo. Bevor ich das mache, mach den M-Bot an. Wie ihr sagt, das hängt speziell. Schön. Och, Bench. Mann, das ist die scheiß Sniper. So. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Geth, nicht Geth. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Reine Zeit. Also dann los. Williams, wo ist das Camp? Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Ja, ich bin ausgebildet mit der Pistole. Warte mal, kann ich hier überhaupt... Warte mal. Ich muss mal später. Ich glaube, wenn ich kurz, dann... Keke und die Pistole. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh. Ah, jetzt hier. Ich steht mir auf kleine Kali. Die Husk. Oh Gott, sie leben noch. Woher weißt du? Oh. Was haben die Geth ihnen angetan? Gas. Wo, da. Bam, da. Hopp. Verschwinde. Da ist die Tür. Alter. Uah. Na gut, großes Kaliber. Bam. Alter, was geht denn hier ab, Leute? Warte mal, komm. Früher war es wunderschön hier. Alter, fahr weiter. Jetzt weiß ich auch, wie... Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Manuelle und Überbrücken. Ach, dieses Spiel. Da. Ah, scheiße. Oh Gott. Huhu! Das war knapp. Ja, danke. Aber kein Interesse, Bane. Hallo, Leute. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Erzählen Sie, was hier passiert ist. Wie sind Sie in diesem Schuppen gelandet? Wir haben uns während des Angriffs versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu... Warte, bis später. Ich bin dann später auf dem Test von dir. Die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Sender. Ihr Assistent. Milos, der Angriff. Ja, wie gesagt, ich würde das gerne alles so hören, aber das ist, sagen wir mal, relativ unwichtig. Und ihr wollt ja die Action sehen. Habe ich das erfahren. Auf Wiedersehen. Williams, bring uns zum Raumhaus. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ich glaube, der Herr Manuel ist drogenabhängig. Geht nicht, Ben. Geht leider nicht. Ja. Die Ära der Menschheit ist Vergangenheit. Ja, klar. Jo, also wie gesagt, Vati, wenn du jetzt eine Tanke überfällst, mach es ruhig,
Ich bin später auf dem TS von dir. Saren. Saren, nicht Saren. Oh mein Gott. Nylas. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Bis später, Bart. Ich hatte damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Gamer Planet, könntest du mal kurz mal schreiben, ob das wirklich mit Gav und mit Saren so richtig ausgesprochen wird, oder habe ich irgendwie noch etwas nicht verstanden dabei? Du meinst es ja auch eigentlich, dass es mit dieser englischen Aussprache immer noch besser ist, oder? Discount-Kuchen, habe ich gedacht. Mhm. So. Oh. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Ah, Planet ist nicht mehr okay. Kein Problem. So. Ups. Ups, da ist jemand umgefallen. Alter, das mit den 10 geht ja langsam. Das geht ja langsam. Kaiden, oh Mann. Hallo? Kommt da lang? Du bist die Kiste, Universalgel, leichte Schiffierung, komm. Zack, durch. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Keine Bewegung. Keiner rührt sich, solange wir nicht wissen, wer Sie sind. Ganz toll, Cole. Ich sagte doch, wir sollten in unserem Versteck bleiben. Schon in Ordnung. Wir stehen auf der gleichen Seite. Wir sind nur ein paar Farmer. Als das Schiff auftauchte, haben wir uns versteckt. Daneben schießen es wie ein Klopfen. Aha. Welches Schiff? Was ist das? Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Naja, komm. War das ein Störsignal? Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Also, warte, ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Du bist ja erstens in der Schweiz, hast zweitens die ganzen Schwarzgeldkonten von den reichen Säcken bei dir. Ich hab noch 50 Euro, ich könnte mir ja noch was essen kaufen später. So. Geh Lotto spielen. Aha. Ich muss gehen. So. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake. Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Ich mag keine Lügen. Wenn es da noch was gibt, das sie uns nicht gesagt haben. Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Deshalb sind sie hergerannt. Gieriger Bastard. Sie sind gar nicht um ihr Leben gelaufen. Sie wollten nur nach ihrer Schmuggelware sehen. Nein, so war es nicht. Ich wusste nur, dass hier ein paar Pakete waren. Irgendwas, das wir brauchen könnten. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Sie verschweigen doch was. Nee, kann ich nicht nehmen. Verdammt. Ich bin nicht böse genug. Ich bin nicht böse genug. Fuck. Mann, scheiße. Mann, oh. So, geben Sie es mir.
Geben Sie es mir einfach, dann bin ich schon wieder... Viel Glück. Oh, dieses Ding mitnehmen. So, und dann gehen wir mal hier nochmal rein. Und klauen hier noch den ganzen Scheiß mit. Oh, einfache Elektronik. Kurz schließen. Ja, komm. Schließen wir Kurs. Klauen wir noch mit den ganzen Stuff hier. Und dann mache ich mal das erste Richtige. Ich rüste mich mal jetzt aus und hole mir jetzt mal ein besseres Sniper-Gewehr. Yo. Und eine bessere Pistole. Warte mal. Dann leere ich das mal kurz alles. Leere ich das mit. Ey, Kollege. Leere das. Und hol mir jetzt die Striker. Und packe in die Striker jetzt mal ordentlich Muni rein. Ja, ich muss hier mal nur schnell ein bisschen machen. Kurzen Moment. Phasenmuni. Schildschaden weniger. Panzerbrechend. Chemie. Komm, machen wir das so. Und in die neue Sniper schmeiß ich. Phasen. Nee, komm, lassen wir. Zick, zack. Schneller ab, sage ich nochmal dazu. Der Kasten muss mal. Spartan kann ich leider nicht machen. Sorry. Ich wollte schon die über den Haufen schießen, aber es geht leider nicht. Naja, komm. Ich habe jetzt mindestens eine neue schicke kleine Pistole, oder? Warte mal, was passiert, wenn ich darauf schieße? Was passiert, wenn ich darauf schieße? Ah! Alter. Das wackelt ja immer noch wie Mutters Arsch. Okay. Oh shit. Nihlus ist tot. Oh, Commander. Es ist Nihlus. Nihlus, warte mal. Kann ich überhaupt jetzt mal hier eigentlich mal ein bisschen was machen? Ich mach mal hier mal ein bisschen was hoch, damit ich jetzt auch schneller mal zugreifen kann. Warte mal. Nihlus ist tot. So. Turianer? Sie kennen ihn? Er ist ein Spectre. Er war bei uns auf der Nord. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von ihnen! Ich bin ein Mensch! Masturbieren? Nein! Das scheiß Gewehr ist immer noch zu zaghaft. Ich muss das irgendwie mal stabilisieren. Da ja Bane mir ja kein Geld gibt, muss ich ja selber das ganze Geld erfarmen, diese Sau. Das habe ich natürlich nicht böse gemeint. Zwinker, zwinker. So. Mir gefällt, wie Sie sich während des Kampfes hinter diesen Kisten versteckt haben. Hat uns wirklich geholfen. Vielen Dank. Ich? Hey, ich bin doch nur ein Lagerarbeiter. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Welcher andere? Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Und was für ein Sender? Und was ist mit dem Sender? Mir ist scheißegal, ob der Turian... Aha. Samen, ja, Zaren heißt das. Zaren heißt es auf Deutsch. Ich sage nur, die Synchronisation des ersten Teils ist oberste Krütze. Zaren ist der richtige Name. Und die Gav, nicht die Gate. Ja, ich probiere ein Arsch zu sein. Ich will hier Leute auch schon ummuxen und so weiter. Das kommt ja alles noch. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden. Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot.
Und die Gap fanden sie nicht? Wie kommt es, dass sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Sie machen mich krank! Erst drücken Sie sich vor der Arbeit und dann bleiben Sie in Ihrem Versteck und sehen zu, wie die Getier alle abschlagen. Ich habe nicht mal eine Waffe. Was hätte ich denn machen sollen? Rausrennen und sterben? Ich konnte sie nicht retten. Niemand konnte das. Es war schrecklich. Oh, dieses Stück Scheiße kann mich mal kreuzweise. So, ich hau jetzt ab. Ich will diesen nicht mehr sehen. Gav, wir. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Oh! Gaps. Ja, ich hab schon gewisses böses Lachen vor mir. Da kann ich schon. Ey! Ich will nicht knien, ich will nicht. Ach so, geht doch. Ach schick. Schön, dass ich nicht treffen kann. Nein, 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 F. So, mit F kann ich. Mhm. So. Alter! Würde sich mal hier die Fraktion der Hinterwäldler mal hierher begeben. Hallo. Hallo, ihr Freunde. Macht ihr mal jetzt hinter? Spartan, sehe ich gleich. Komm, liebe Freunde, macht hinne, macht hinne, macht hinne, macht hinne! Schön! Ey! Barton, nein, ich habe das noch nie durchgespielt. Ich habe Teil 2 durchgespielt und Teil 3, aber Teil 1 ist für mich absolutes, wie würde das Merke sagen, Neuland. So, warte. F. Erstmal alle hochheilen. So, und wieder in Deckung. Ja, wir hinlegen, du willst mich doch verarschen. Ich hab noch nicht mal hier irgendwas. Alter, mach ich. Ja, Bane, ich wollte einfach beweisen, dass ich nicht übermenschlich bin, sondern auch sterben kann. So. So, chill dann oder? Mal hier und du kommst. Was mach ich? Hey. Komm, mach mal Sabotage auf dieses Vieh und Kinetik. Komm. Zack, bitte sehr. Hau mal drauf. Danke sehr. Enkel mal down, dieses Vieh. Oh Mann.
Ja, Nerox hackt das TS, so einfach ist das. So, komm mal her. Bam! Und BAM! Shit. Wow, warten. Nein! Nein! Bah! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Nein! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Ah! Du Fisch! Hau ab! Alter, du dreckige Hure! Du Arschkrampe! Du verblödetes Mistvieh! Aber mir geht es gut, Leute. Mir geht es so gut. Rennt da so ein Verwüster auf mich zu? Alter! Dreckspast, ey. Nee, leck mich. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier in der Verteidigung erstmal. Ich muss mich hochheilen. Alter, Verwalter! Ja, stimmt. Mette kann ja dann, Mette, hast recht, danach kann ja Vachi mal den Streamer mitmachen. Wo ich dann auch zugucken werde. So. So. Stopp. Runter. Danke sehr. Nerox, hi, ja, du mich auch. Oh. So, warte, vorrücken, 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 zack, runter mit mir, ey, runter mit mir, so. Was machen wir? Hau mal bitte da was hin. So, tot. Oh. Alter, ich kotz gleich ab. Ich kann zoomen. Spartan, nee, kann ich nicht. Guck mal. Ich mach's jetzt mal. So. Alter, ich hasse, ich hast du dich übermüde? Oh, Mann. Deshalb sage ich, ich will Soldat eigentlich sein, aber niemand hört ja auf mich. So, erstmal hochheilen. Ey, Himmelarsch und... Kommt, lauf weiter, KK, yes. Hahaha, jetzt kommen alle witzigen Leute aus dem Raum, aha. Alter. Oh, Mann. Oh. Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Du, ich glaube, Bane würde selber hier in diesem Spiel mit diesem scheiß Snipergewehr nicht so gut treffen. Ah ja, stimmt. Ich darf ja jetzt hier diese Bomben entschärfen. Oh. Nee, ist keine Ansage, das ist einfach nur die Information. Yippee, Bomben! Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! So. Eine Bombe ist deaktiviert, bleiben noch drei. Komm, wir spielen jetzt hier ein bisschen...
würdest da ruhig durchwaschen, sicher. Ey! Ey! Da hinten attackiert ihr. Da attackiert ihr die Dreckschweine, die ihr so, Freundchen. Blöd! Freundchen, Arschkrampe! So, komm. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen durchwaschen, sonst kriege ich hier auch nicht auf die Fresse. Bombe 2. Bombe 2 ist drüben. Bombe 2 ist drüben. Zack, 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 zack. So, hinlegen. Hey, hey, Mann. Hm. Bam, tot. Zack, weiter. Zicke, zacke, zicke, zacke, Hühnerkacke, meine Fresse. Okay, okay, mach mal hin. Oh, yes, tot, du Dreckshure. So, Nummer 2. Bam, tot. Du bist jetzt auch gleich tot, oder? Bam, nee, verdammt, verschissen, ey. So. Zack, tot, weiter geht's. So, Bombe 2, ach, haben wir hier zu liegen. Zicke, zacke, zicke, zacke. Ich muss hier nochmal ein bisschen auf die Zeit achten. So, Bombe 2 deaktiviert. Kommt, Leute, zicke, zacke. Heute gibt es früh Abendbrot, also wir müssen mal uns ein bisschen beeilen. Zick, zack, Hühnerkack. So, Bombe 3. Eieieiei. So, Bombe 4, wo ist die Bombe 4? Da ist die Bombe 4. Scheiße, die Bombe 4, wo bist du, du Kackbombe 4? Oh. So, warte. Zack, du move dich dahin. Und du move dahin. Und ich move hier hin und dann können wir mal loslegen oder was kommt. Hallo. Wie dieses Spiel mich verarschen will. So, kommt her, Freunde. Eieieiei. Bombe. Ach, da ist die letzte Bombe. Schick zu wissen, ey. Mann. Ich muss sagen, die Steuerung ist hier auch ordentlich kacke. Um offen zu sein, das ist kacke. So, alle Ladungen sind entschärft. Wir öffnen immer kurz eine Kiste. Nehmen alles mit. So, wo lang? Da lang. So. Bane, ich glaube, Vachi ist bei mir unten verlinkt. Zack, gut, tschüss. Wow, Hasskarte, das. Kommt hierher? Danke. Bam, bitte, Puh. So, tot, danke, bitte sehr, schön. Nächster. Hallo, ihr Kunden, kommt ihr mal? Na gut, komm, dich kann ich aus der Entfernung. Oh, warte. So, tot, danke sehr, nächster Kunde. Ach, das war's schon. Na, wie gesagt, wenn ich hier, bessere Waffen habe, geht es auch besser zu statten. So, mal gucken. Ich suche erstmal noch hier, ob ich noch was zu looten finde. Ich probiere ja auch ein bisschen Bane nachzueifern mit Looten und Leveln. Apropos Leveln, das könnte ich auch noch demnächst machen. Das mache ich auch gleich einfach mal. Ach, Herr Vachi, machen Sie Schleichwerbung für Ihren Kanal jetzt? Wollen Sie, dass ich jetzt nicht mehr spiele oder was? Das ist ja sehr unsozial. Das finde ich ja so sozial von Ihnen. So, komm, mache ich den Tresor schnell noch auf. Zack, was habe ich drinne? Das habe ich drinne, gut. Spartan, erste Verwarnung. Das finde ich jetzt gerade böse gerade. Ah, gut zu wissen, dass du Werbung machst. Kein Problem.
Normandy, der Sender ist sicher. Erbitte sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Zack, und jetzt bin ich... Nein! Shepard! Nein! Kurzen Moment, Sie nicht kurzen an. Moment, bitte. Es ist zu gefährlich. Bane, mit was bist du dreist? Erzähl mal. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Kurzen Moment, Watsch. Sag ich dir gleich, wenn hier die ganzen Dialoge vorbei sind. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? So, jetzt kann ich mal kurz... Vachi, geplant gerade 22 bis 22.30. Also ich will mindestens jetzt diese Anfangsquest fertig haben und noch auf die Citadel kommen. Ab da würde ich beim nächsten Stream weitermachen und dann den Spectre-Status und so weiter erlangen. Ja, aber wie gesagt, mal gucken jetzt, wie weit wir noch machen. Also 22.30 spätestens ist so geplant, dass Ende ist. Mir geht's nicht so gut. Wie von einem Panzer überrollt. Wie lange war ich? Wie lange ungefähr war ich 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und sie haben mich dann weggestoßen. Ja, ist unvorsichtig von dir, du Arschpratzer. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Lieutenant. Sie haben die ganze Mission gefährdet. Seien Sie nicht so streng mit ihm, Commander. Wir haben keine Ahnung, was es ausgelöst haben könnte. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Warum kein Krankenhaus? Haben Sie nicht daran gedacht, dass es auf Eden Prime auch Krankenhäuser gibt? Auf dieser Krankenstation sind sie besser aufgehoben als in jedem Krankenhaus auf Eden Prime. Physisch gesehen fehlt ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Kein Traum, eine Vision. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod, Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson! Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Shepard will also... Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Diese Gefahren dafür büßen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war der...
Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollen mit mir sprechen? Ich bin ja ein der größten Arschlöcher hier, so. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Zur Hölle mit denen. Der Rat kann mich mal. Ich lasse mich nicht dafür verantwortlich machen, dass der Sender weg ist. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er wollte den Sender. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hat. Das stimmt. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Wärter Bane, bitte nicht. Ich hab dich vergessen und nein zu fügen, aber bitte nicht Channels reinhauen. Bitte, tut mir das diesen Gefallen. Na, wobei, wir sind ja unter uns. Jeder weiß ja, wer ist. Na gut, mach weiter. Hörst du gerade komplett banal, was ich so labere? Sorry, eine Vision habe ich gesehen. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Kecke ist kein Illuminat. Die wollen immer. I love you not too. Im Wald bin ich... Alter, wenn du PewDiePie bist, dann bin ich Gronkh. Ja, hört ihr? Ich bin Gronkh. Das ist der neue Channel von Gronkh. KKPC Player Gronkh Condition. Condition Edition, mein Gott, ey. So, unser aller Tod. Künstliche Wesen, vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Sie werden denken, dass ich verrückt bin. Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war. Jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Gronkh Visibler. Eieiei, jetzt geht's los. So, ja, nicht so lange ich hier am Leben bin. Ich bin ja auch überheblich in diesem Spiel. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden ihn einfach mal entlarven, diesen Sack. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. The Citadel. Oi, und Leute, ja, wir haben es jetzt erstmal durch Infoen geschafft. Gratulation, Shishi, und ich bin nur einmal gestorben und das bin ich froh. So, jetzt mache ich erstmal so, wie, guck mal hier, wir haben ja hier, ich will es euch mal kurz zeigen, die Vorbildlichkeitsstufen und die Abtrünnigkeitsstufen. Oh Gronkh, no pain. Ja, und ich sag mal so, wir werden das runterfüllen, wir werden die böseste Emanuela Shepard der Welt werden. Naja, was machen wir zuerst? Ah ja, Einstellstein. Stimmt, Scheiße habe ich ja überhaupt noch nicht gemacht. So, was mache ich weiter? Elektronical. Dämpfung erhöht. Was macht denn die Dämpfung? So, erweiterte Überlastung. Was mache ich jetzt noch?
Taktisches Schild. Verbesserter Schildschutz. Der Infiltrator. Dämpfung. Ja, Stöpsel. Stöpsel konnte leider nicht dazu. Aha, guter Junge, na vielen Dank. Dann mache ich ja mindestens heute was richtig. Was mache ich jetzt? Hier, komm. Erstmal noch den Schild hochboosten, soweit wie es geht. So. Zack. Ja, und hier, guck mal. Also eine hübsche Form hat sie. Das Gesicht können wir weglassen. Von der Emanuel Stöpsel, aber sonst sieht die ja schick aus, so unterhalb des Kopfes. Wenn man hier so den Kopf abtrennen würde, dann sieht das gut aus. Von hinten sieht sie aber immer noch schön aus. Wir gehen mal jetzt hier erstmal rein. Hallihallöne, ist hier irgendwas zum Looten? Nö. Leute, aber ich sag euch jetzt schon mal, es kommen mehrere Dialoge noch in der Zukunft und ist so. Punkt. Fertig aus. So. Stocken wir mal auf. Index. Codex, Index. Also der Protex von der Dame sieht gut aus. Ich weiß, dass ich Lesbo... Gut zu sehen, dass sie in Ordnung sind, komm mal. Schnauze, ich erzähl was. Ja, ich weiß, dass ich Lesbo machen kann. Ja, das mache ich im Verlaufe des Abenteuers. Besonders im ersten Teil, zweiten Teil und im dritten Teil. Denn ich werde jetzt, glaube ich, bei den ganzen Livestreams hauptsächlich jetzt immer Mass Effect zocken, weil ich das durchhaben möchte irgendwann. Ja, komm, reden wir mal mit den Keiden, mit den schnuckeligen Keiden. Immer wenn ich so schnuckelig sage und so weiter, das ist eine Frau und ich spiele gerade eine Frau und Punkt aus. Mehr sage ich dazu nicht in der Zukunft, so. Commander, es freut mich zu sehen, dass Sie in Ordnung sind. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gut, dass zumindest Sie wohlauf sind. Tja, das ist Soldatentod einfach, Alter. Es gab nichts, was wir hätten tun können, um ihn zu retten. Ich weiß. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Er findet dich damit ab, Punkt aus. Das war keine Ausflugsfahrt. Unsere erste Mission endet damit, dass ein Spectre den anderen tötet. Der Zitadellrat wird nicht sehr glücklich sein darüber. Wahrscheinlich werden sie diese Situation nutzen, um der Allianz mehr Zugeständnisse abzunötigen. So, im Vertrauen? Es stehen große Sachen an. Ich will nicht, dass es jemand vermasselt. Verstanden, Lieutenant? Klar und deutlich, Ma'am. Transam! Gibt es noch etwas zu besprechen, bevor wir landen? Ja, komm, machen wir mal so. Ich bin ja böse. Halt die Schnauze, Kaidan. Behalten Sie Ihre Bedenken für sich. Sonst riskieren Sie einen Verweis für das Nichtbefolgen von Jawohl, Ma'am. Und nein, ich schwimme nicht auf der anderen Seite. Emanuel Stöpsel Shepard schwimmt. Not ich. Was willst du denn jetzt mit Dark Souls sagen? Das kommt irgendwann. So, komm, reden wir mal mit der Doktorine. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Kaidan. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam... Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Neben... Die Crew weiß, ich klick das jetzt mal durch, Leute. Wie sind Sie an... Ich wollte reisen und die Sterne sehen, aber die Menschheit ist auf die... Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas... So, ich sag mal so, wenn ihr wissen wollt, was hier geschrieben wird und so weiter... Ihr könnt das als Wiederholung gucken und bei jeder Sekunde anhalten. Ich mache jetzt den Klick so unwichtige Dialoge einfach mal durch. Komm, nehmen wir mal hier alles mit in meinen schönen Spinnchen. Und reden jetzt mit der Ashley. Also die ist ja noch interessant. So. Nachdem was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Es wird sie beruhigen, dass sie in Ordnung sind. Und sie? Sie klingen irgendwie enttäuscht, dass ich überlebt habe. Jeder gefallene Marines-Kamerad ist einer zu viel, Commander. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was ist los? Haben wir beide ein Problem, Chief? Commander, Sie haben während der gesamten Mission meine Kompetenz in Frage gestellt. Ist auch mein gutes Recht, Fräulein. Wenn Sie mehr Respekt wollen, dann beweisen Sie erst einmal Ihre Kompetenz. Ich kann mich nicht daran erinnern, Sie an Bord dieses Schiffes eingeladen zu haben. Das haben Sie auch nicht. Das war Captain Anderson, Sir.
bekommen. Es tut mir leid. Beide haben keinen guten Start hingelegt, Williams. Lassen Sie es uns in Zukunft besser. Ich bin nicht nachtragend, Commander. Wir alle werden froh sein, Eden Prime hinter uns zu lassen. So, wie geht es dir? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn sie nicht aufgetaucht wären. Ich habe so ein gutes Gefühl. Ich will eigentlich gut sein. Ich will ja mit dir noch hier herummachen, damit ich sie bitte. Mission ist gescheitert. So. Tote Marines, tote Kolonisten. Und wir haben noch nicht einmal diesen Sender. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Jenkins konnten sie nicht mehr helfen. Aber vielen anderen. Lassen wir das mal. Ich brauche niemanden, um mich auszuweinen, Williams. Konzentrieren Sie sich auf Ihren... Verstanden, Ma'am. Oh, Leute! Ich werde böse. So, und mach mir meine Stimme kaputt. Gut, was haben wir denn hier? Hallo. Oh! Der wollte ja mit mir alleine sprechen. Schnuckchen, da ist Bett, hier bin ich. Komm. Schnattern wir nochmal mit. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Dock bringen. Oh, toll, ich muss jetzt mit Joker reden, mit Glasbein Joker. So, warte mal, wir können ja mal jetzt ein bisschen Güte. Ja, Schnauze halten. So. Was nehmen wir denn? Ich kann ja schon mal ein bisschen gucken wegen Ausrüstung und so für die nächsten Kämpfe. Hier, wir könnten Reaper haben, war ja schon drinne. Scheiße, ich hatte die ganze Zeit Granaten, bemerke ich jetzt gerade. Ja, komm, nehmen wir mal die Rüstung. Und ich nehme mal hier nochmal das. Ja, ich sag mal, wie sieht die Rüstung? Der Helm ist kacke. Naja. Auf jeden. Ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, den Zusammenhang im Chat gerade komplett verloren. Kann das mir jemand mal kurz aufklären, über was ihr so hier redet? Ich will mit dem Fahrrad. Achso, ihr redet über Fable und so weiter. Okay. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Vorräte? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Wir reden über Emotions, reden über die Betrunkenheit von Leuten und Fable, das ist... und Fable ist wirklich eins der geilsten Spiele. Aber nicht so gut wie Star Citizen. So, Schleichwerbung absolviert. Schickchen hoch, Bane. Die 10.000 Euro bitte morgen aufs Konto. Danke! Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, wir können ja hier ein bisschen was kaufen. Vergleichen. Emanuela Shepard. So, Sturmgewehr. Warte mal, Schwermensch. Es geht ja hier um Rüsti. Einzigartig. Silverback 2. Kessler. Silverback 2. Schilde. Nee. Lassen wir das mal. Ich habe auch nicht genügend Geld. Finde ich zum Kotzen, aber ey, scheiß drauf. So, was könnten wir dann jetzt noch weitermachen? Da haben wir ja nichts. Wir haben ja hier nur ein paar Spinde. Oh, Ashley Spinde. Achso, mit Kalken kann ich auch. Nee, mache ich später alles manuell. Gehen wir mal runter. Ich finde das wirklich hier noch schade ist. Das Schiff von der zweiten Teil ist richtig groß. Das ist geiler. Da
Deshalb ist das hier so scheiße. So, Fluxgenerator, reden wir mal kurz mit den Adams. Das mit Jenkins, tut mir leid, Commander. Ach, Schnauze halten. Ja, hier haben wir also noch nichts zu tun. Später, also im Teil 2. Ich vergleiche das ja alles hier mit Teil 2, weil ich ja Teil 2 auch schon kenne und das schon gezockt habe. Wie gesagt, Teil 2 ist geil hier einfach. So, wie komme ich jetzt hoch? Da komme ich hoch. So. Ja, wie gesagt, Bane, ich möchte gerne da morgen 10.000 Euro aufs Konto. Von dir. So. Captain an Bord! Oh, der salutiert von mir. Gut. Was haben wir denn hier? Ich gehe gleich zu Joker. Ich will mich nochmal hier erstmal in diesem wunderschönen Schiff hier umgucken. Ah, hier der Überlängengenerator, Gedöns, Plakeks, Plupp und so weiter. Habe ich hier überhaupt keine Kajüte? Ich finde das zum Kotzen. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Karte Galaxie. Da, da habe ich was, da habe ich was, da habe ich was, oder? Ja. Bane, das liest du bitte dir durch. Das Navi-Handbuch 1.4.1. Was soll ich machen? Jetzt kommt erstmal richtig viel Gelaber, bla bla und so, Bane. Wir brauchen Explosionen. Ja, sorry. Ihr kennt ja das. Nach einer großen Kampfszene geht es erstmal 7 Stunden wieder mit Gelaber los. Hallo Joker, du alte Holzbein. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. So, und jetzt kommt auch wieder eins der besten Sequenzen, wenn wir Richtung Zitadelle fliegen. Erstmal zur Zitadelle. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Also wie ihr sagt, das erste Teil ist ja eine schöne grundsolide... Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Mimi, wir sind besser als die Menschen. Sie haben ja ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist der Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Tja, die sind blind. Die können einfach nicht gucken, die Vögel. Ich werde nicht einfach stillhalten, nur weil der Rat sich weigert, etwas zu unternehmen. Wenn Sie Saren nicht aufhalten, werde ich es tun. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen,
dass sie ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Ja, dann das ist Sarens Schuld. Macht mal kurz eine Pipi-Pause. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja, hasse ich auch. Ja, also ihr seid jetzt alle kurz rauchen, quatschen, qualmen und so weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, wer ist gerade noch da? Will ich jetzt mal kurz fragen. Die Damen und Herren, die noch da sind, einmal bitte melden. Dann können wir über die anderen Leute lästern. Tralalalala. Na, kann ich schießen? Nice, ich kann hier drin schießen. Ja, ich möchte mal generell mal kurz eine Frage stellen. Solange ich das hier auch nochmal dechiffriere und so weiter. Alle, die hier schon mal Mass Effect gezockt haben, könnt ihr mal schreiben, was euer Lieblingsteil der ganzen Reihe ist? Zack, so. So. Naja, komm, wir gehen da mal jetzt ein bisschen weiter erstmal. Ich warte mal ab, vielleicht antwortet jemand. Halli, hallo, Hallöchen. Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Alles in Ordnung bei dir, Dickfanz? Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was ist denn geschehen? Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo ist sie zu finden? Hey, willkommen zurück. Ich habe mal eine kurze Frage gestellt. Jetzt, die ich mich wirklich freuen würde, wenn ihr sie beantwortet. Was ist euer Lieblings-Mass Effect-Teil? Teil 1, 2, 3 oder vielleicht noch ein anderer Teil? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Und der Metal ist auch wieder zurück. Willkommen zurück, Metal! Ich will jetzt nicht jeden nochmal die Frage stellen. Naja, wir kommen erstmal auf der Citadel, meine Damen und Herren, und Bane. Wobei, ich habe Bane schon unter Dame gezählt. Dann komm. Ich werde jetzt nur einfach nochmal ein bisschen herumgehen, ein paar Missionen hier erstmal fertig machen. Und werden dann vielleicht in einer knappen Viertelstunde bis halbe Stunde aufhören. So. Hi, Botschaftsempfangsdame. Möchtest du mich auch empfangen? Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Also, Teil 2, das finde ich cool. So, sind wir uns schon mal begegnet? Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Hä? Ja, mir ist scheißegal, wer du bist. Ich gehe da mal. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hm. Eine Menschendame und ein komisches Alienvieh. Haben wir da jetzt noch was? Wie gesagt, ich schaue mich jetzt erstmal hier nur mal ein bisschen um. Wir wissen, was hier ist und so. Hallo? Hallo? Wer sind Sie denn? Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Mhm. Ein wirklich toller Ort. Interessant. So.
Ich hole mir jetzt hier Erfahrung und so. Ah, du schon wieder. Freundlich begrüßend. Menschenkommander, eine Freude, Sie zu treffen. Ja, eine Freude, dich nicht zu treffen, du dreckiges Mistvieh. So, wir gehen dann mal jetzt hier lang. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Hi, Executor Palace. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Ich gehe hin, wohin ich will. Mich schickt niemand irgendwo hin. Ich brauche bloß einige Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig. Immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Bane, um ehrlich zu sein, ich kann leider auf der Zitadelle niemanden killen. Das ist traurig. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer... Natürlich muss ich als Repräsentant der... Auf Wiedersehen, Commander. Ich kann auf der Zitadelle leider keinen umbringen. Erst zum zweiten Spielablauf. Naja, komm, wir hacken uns mal irgendwo rein. So, ich bin der Meister-Hacker. Ich bin KK PC Player, auch genannt als Kronkina, als Kronk. sowie als ich glaube, du hast das Spiel. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Ich bin Ihre Führerin, sagt diese Maschine. Hi, du VI oder AI bist du? Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig Sie können mich auch über die Präsidium-VI-Terminals kontaktieren. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in den... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Wir könnten jetzt da lang... Ich habe ja hier gerade noch etwas Kurzes erledigt. Ich gehe mich jetzt erstmal hier kurz mal umgucken. Vielleicht finde ich noch irgendwas Interessantes. Wieso müssen wir denn ran? Ich will aber jetzt schon weg. Ich will nicht mit diesem doofen Rad reden. Der Rad kann mich mal. Ich werde die so oder so höchstwahrscheinlich am Ende töten lassen. Ja, am Ende. Später, ganz spät. So, komm, wir gucken uns nochmal hier um. Gehen wir mal zum Rad. Vielleicht plaudere ich noch mit dem Rad und dann endet es ja heute. Aber mal schauen, mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal kurz Richtung Botschaft, denn ich muss ja hier noch kurz was erledigen. So. Gehen wir mal rüber. Vielleicht habe ich irgendwas noch drüben, was ich finden könnte und so. Aber ich sag mal, das ist wirklich wunderschön. Also ich sag mal, ich habe das erste Mal... um was geht's denn, wenn ich fragen dürfte? Moment denn. Ich muss mal kurz rüber switchen. Um was geht's denn? Bane! Erzähl, komm, hau raus, bitte. Bane. Das habe ich Pater vorgeschlagen. Ich hab Pater vorgeschlagen, dass Metal bei Pater Games auf dem Chat Mod wird. Das habe ich ihm vorgeschlagen. Das ist jetzt kein Skandal und so. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Das habe ich auch wie gesagt. Lässt man sie machen, was sie für richtig halten.
Nee, Bane, ich habe das Schnauze halten, ihr Scheißbürger. Ich will jetzt mit Bane reden. Vorgeschlagen, nicht vorgeschlafen. Ich hab's vorgeschlagen, dass Metal Moderator wird. Da ich ja persönlich, ich bin ja auch Moderator und ich bin ja nicht an jeden Sonntag erstmal dabei und da habe ich gesagt, ey, damit man hier den armen Bane entlastet, dass man mindestens nochmal einen Chat-Mod hat. Ich sag mal, das ist ja lustig und so. Also ich habe das nur vorgeschlagen. So. Ja, ich wollte jetzt mit der netten... Die gibt es doch erst seit heute. So, wir reden mal mit der Namia. Willkommen. Ich bin... Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit ihnen zu treffen. Ja. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig. Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4... Eine so lange Wartezeit ist nicht... Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist... Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche... Ja, natürlich. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Ich spreche mit ihr, wenn ich Zeit... Warten Sie nicht zu lange. Sie erwartet Sie oben. Na ja, komm. Die Raumgeneration. Eieiei. Nein, Stöpsel nicht. Stöpsel ist der Kosename. Hallo? Ich hab eine Waffe für dich, Schnuckescherben. Na komm, wir labern nochmal hier mit der... Guten Tag, ich hab ein Problem mit dir, du Schlampe. Das ist nah genug, Kummer. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier... Sie wollten mich sprechen? Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Komm, laber schneller. Zur Sache, bitte. Ich habe einen Freund, Septimus. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen... Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Und wenn es... Was ist zwischen ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er ihnen... Ich kann nichts versprechen, aber ich werde Danke, Sie... Danke, Commander. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Aber du willst doch was von der... Emanuela, Sie wollen doch etwas von Emanuela, Sie haben sie ja so zart berührt. Ihr beiden Flaggpfeifen raus, ich muss mal mit der netten Dame reden. Später natürlich. Na gut, dann gehen wir mal. Stöpsel ist ja wohl nach. Ja, dann würde ich mal so sagen, wenn ihr jetzt alle rüber zu Warte wollt, ich hasse euch deswegen nicht. Ich speichere jetzt mal kurz das Spiel ab. Dann würde ich mal jetzt sagen, Frau Stöpsel, Shepard und ich verabschieden uns jetzt erstmal. War geil bei euch. Ich hoffe, dass es euch speziell auch gefallen hat. Und ja, nächster Stream kommt bald. Ja, Mucke läuft. Ja, ich mache ja hier schon Schluss, wenn ihr jetzt nicht so wollt, mein Gott. Ja, wir haben die Normandy erreicht, sind jetzt auf der Citadel. Ja, und ich würde sagen, nächstes Livestream kommt bald wieder. Dann weiterhin mit Mass Effect 1. Wir wollen ja die Reihe beginnen und Reihe schaffen. Ja, und ich sage jetzt schon mal, Wiedersehen, Leute. Und ich hoffe, dass es euch wirklich speziell gefallen hat. Gehe auch nochmal kurz zurück zum Titelbildschirm. Ja, und wie gesagt, das war's jetzt von meiner Seite. Danke. Uah, Herzen kommen. Hui. Oi. Bane. So viele Herzen hast du. Oh. Ja, ich danke wirklich für den Streamer-Mimer. Wir sehen uns dann beim nächsten Livestream wieder. Ich würde sagen, ich schau mal nach, wann der sein könnte. Ich gehe mal davon aus, dass das so der 23. sein wird, also der 23.05. wieder ein Livestreamer von meiner Seite. Ich muss mich bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr auch den Streamer angeguckt habt und auch gesehen habt, was hier im Streamer los war. Ja, wir sehen uns beim nächsten Streamer wieder. Wenn ihr mit mir ein bisschen plaudern wollt, natürlich. Ich bin
Danke, ich glaube, das wird jetzt auch ewig so ein Running Gag bleiben. Ja, Emanuela und ich sehen euch wieder beim nächsten Livestreamer. Bis dann wünsche ich euch wirklich einen schönen Abend. Vergiss nicht, jetzt Vachi anzugucken, Vachi-Streamer. Vielleicht nach der Werbung. Nach keiner Werbung natürlich. Ja, und morgen bei Patagames natürlich auch dabei mit Bane oder mit Mr. Bane. Ich bin der Spieler, der Emanuela steuert. Ich bin ihr Operator. Auch kein Plan. Also, ihr seid ja mal wieder total so freundlich. Naja, von meiner Seite wirklich einen schönen Abend. Bis morgen, bis später. Je nachdem. Und auf Wiedersehen.